Und jetzt geht's los. Einen kräftigen Applaus. Fangen Sie an. Hopp, 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 hopp. Was war der schwierigste Moment? War es wirklich von der Rampe zu fahren oder vorher? Nee, es war wirklich von der Rampe zu fahren, war das Schwierigste heute, weil ist man nicht gewohnt. Ich habe es dann auch vorgezogen, meinen normalen Start zu wählen. Und ja, ab dann ging es eigentlich nur noch um die Pedale zu treten. Wie leicht war der Kurs? Was heißt leicht? Jeder Kurs wird schwer, wenn man richtig in die Pedale tritt. Und von daher denke ich, macht die Geschwindigkeit. Am Ende fängt dann die Schwere der Strecke. Knapp unter 6 Minuten im Vergleich zu den U23-Fahrern hier. Wie schätzen Sie die Zeit ein und die eigene Leistung? Ja, ich denke mal, so schlecht war die Zeit jetzt nicht und kann sich sehen lassen durchaus. Und es ging ja nicht darum, um vorne reinzufahren. Es ging einfach um den Spaß, die Rundfahrt zu eröffnen, und das stand im Vordergrund. Was ist so Ihre Meinung von der Rundfahrt? Verfolgen Sie die und was gefällt Ihnen da besonders dran? Ich verfolge die eigentlich regelmäßig jedes Jahr, weil es ist in Thüringen eine Rundfahrt, eine große Rundfahrt. Die schwerste Rundfahrt, denke ich, für die U23. Und von daher denke ich, wenn man es vor der Haustür hat, verfolgt man es. Danke.